habe jetzt mal hier noch ein größeres Stämmchen, ein älteres Stämmchen, eine Rose of Castile herausgesucht, an der ich auch mal noch einen Rückschnitt demonstrieren möchte. Also hier muss auch alles Grünes ab und man sollte gar nicht so ängstlich sein mit dem Schnitt. Also wir schneiden kräftig bis ins alte Holz zurück und das Grün wird einfach auch wieder abgerissen oder abgeschnitten, das ist egal. Man sieht, es bleibt eigentlich nur dieser alte Stamm stehen, alles andere wird abgeschnitten. Die Austriebe, das erkennt man hier auch ganz gut, die kommen ohnehin aus diesen verknöcherten Teilen. Das nehmen wir noch zurück. Das kann ich im nächsten Jahr wieder voll austreiben. Wunderbar, das ist schon fertig. Noch ein bisschen sauber machen. Da wir vorhaben, diese Pflanze im nächsten Jahr neu zu topfen, nehme ich die schon jetzt aus dem Topf raus, kontrolliere die Wurzeln. Hier kann man schon mal gucken, ob eventuell Larven von Dickmaulrußler drin sind. Also das hier sieht sehr gut aus. So, und so kommt die jetzt ins Winterquartier. Wird allerdings in ein Plasterblatt gesteckt, sodass die Wurzeln nicht austrocknen. So, fertig. Hier habe ich mal jetzt Beispiel einer Jungpflanze, das ist ein Steckling vom Frühjahr. Das ist eine neue Sorte, die hat noch keinen Namen. Sehr, sehr starkwüchsig, die war im Topf in Freiland ausgepflanzt. Die wird jetzt eigentlich bis auf den Stamm frei gemacht, wird alles abgeschnitten. Also das ist ja so die Größe, wie sie die meisten Fuchschenfreunde haben, die im Frühjahr Jungpflanzen oder Stecklinge gekauft haben. Also die kann man jetzt einfach nur so frei machen. Man kann die oben die Spitze abschneiden. Das muss jeder auch für sich selbst entscheiden, was er daraus machen will. Man kann jetzt hier das so lassen und weiter kultivieren, dass man im nächsten Jahr ein kleines Stämmchen hat. Man kann sie natürlich auch das Grün noch abmachen und die Pflanze so ins Winterquartier bringen. Man muss hier bei diesen kleinen Töpfchen natürlich gut aufpassen, dass die nicht austrocknen. Auch die werde ich in eine Plastiktüte stecken. Dazu habe ich mir hier so eine kleine Vorrichtung gebaut, damit ich die Tüte drüber stecken kann. Da kommt die da rein. Gemeinsam mit der hier, das ist eine Schwesterpflanze, die einen ähnlichen Wuchs, aber eine andere Blüte herausgebildet hat. Und auch die wird genauso zurückgeschnitten. Also die Sorte ist jetzt ein Jahr alt. Die ist im vorigen Jahr gekreuzt worden und hat im ersten Jahr schon einen enormen Wuchs gemacht. Die Blüten sind ansehnlich. Möglicherweise wird das eine Sorte, die mal ziemlich erfolgreich werden könnte.
wird jetzt noch getestet in den nächsten 2 Jahren. Ich vermute sogar von dem kräftigen Wuchs und von dem kräftigen Wurzelwachstum, dass das eine Sorte sein wird, die winterhart ist. Das wird sich aber im nächsten Jahr bestätigen oder auch nicht. So, die kommt jetzt gemeinsam mit der anderen in eine Tüte und verschwindet dann im Winterquartier in einer Styroporkiste, die hinten im Gewächshaus steht. Die zeige ich separat dann mal noch.